herzlich willkommen zurück bei Ernsthafte Gespräche. Heute sitze ich hier mit der Sophie Lüssi. Du bist Musikerin, Komponistin und unterrichtest Jazzvioline am Basel Jazz Campus. Hallo Sophie. Hallo Ernst. Schön bist du hier. Genau, ich habe zu deiner Vorstellung gerade noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Du hast mehrere eigene Projekte, also so Bands, Trio, Quartett, ganz vieles kann ich gelesen im Internet. Ja. Und hast auch lange in Buenos Aires gelebt. Genau. Und ich habe aufgeschrieben, 47 bist du alt. Genau. Das stimmt auch. Korrekt. Perfekt, super, schön. Ja, eben, das ist so ein bisschen das, was ich jetzt direkt über dich lesen konnte. Aber vielleicht kannst du auch sagen, wer bist du? Wie würdest du dich beschreiben? Was ist so das erste Wort zu deiner Berufsbezeichnung? Was ist die Sache, die dir einfallen, wenn du über dich reden musst? Also, wahrscheinlich ist Geigen schon etwa an der ersten Stelle. Ich spiele schon seit ich 4 bin Geigen, das heisst 43 Jahre. Verschiedene Stile, verschiedene Phasen natürlich, aber das ist so die treueste Begleiterin in meinem Leben. Konstante, egal wo man ist. Und dann eben in verschiedenen Projekten ist es dann so, bist du zuerst für dich selber Musikerin oder bist du zuerst Musikerin in einer Gruppe? Was ist so der, was kommt dort als erstes auf? Eben, das ist vielleicht dann so ein bisschen pro Phase ein bisschen anders. Also ich habe natürlich mit Gigen hat man, Gigen ist ein sehr klassisches Instrument und da habe ich viel früher noch klassische Musik gespielt. Aber jetzt, also im Moment ist es wahrscheinlich Gigen mit Komposition. Also ich komponiere sehr gerne und viel und versuche so meine eigenen Projekte und eine persönliche Stimme zu finden. Und ja, das ist vielleicht jetzt nicht spezifisch nur auf ein Projekt oder so, aber schon irgendwie Geigen im zusammen mit Kompositionen, wo dann so etwas Eigenes ergeben. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir gerade so ein bisschen in das Kompositionsthema. Das finde ich nämlich interessant als Laie. Als ich Gitarre gespielt, dann habe ich auch gedacht, ich will mal eigene Lieder schreiben. Und das ist mega schwierig, habe ich das Gefühl gehabt. Wie gehst du so an, wenn du, also wie funktioniert das? Wie komponiert man etwas? Ja, es ist auch, also manchmal läuft es einfach und man hat irgendeine Idee und man kann wie so ein in einer Stimme folgen, innerlich. Und manchmal ist es auch ein Kampf. Und dann kommt vielleicht auch nicht so gescheit raus und dann leitet man sie wieder weg. Dann muss man sich ruhen. Und manchmal schafft man auch gut, wenn man Druck hat, wenn man irgendetwas fertig machen muss oder irgendein Projekt oder auf ein, also ich habe noch gerne irgendein Konzert, wo ich weiss, auf den muss ich das und das komponieren. Egal, ob es eine grosse Sache ist oder kleine, das ist dann völlig egal. Aber einfach mit so einem Zeitpunkt, wo dann etwas fertiggestellt werden muss, dann schaffe ich besser. Und ist so die Angehensweise, du hast eine Melodie im Kopf und du musst die jetzt irgendwie rausbringen und dann verlängern? Also was ist so der erste Schritt, wenn du so vor ein Blatt setzt oder so? Oh, weiss nicht. Vor das weiße Blatt. Genau, ja. Ja, das ist manchmal ein bisschen umgekehrt. Manchmal sitze ich irgendwie als Klavier und probiere irgendwie Akkorde zu finden, wo mir gefallen. Verschiedene Akkorde zusammenstellen. Und über das mache ich dann vielleicht nachher eine Melodie. Meistens ist es aber umgekehrt. Denke ich zuerst eine Melodie oder oder vielleicht auch nur eine Phrase. Und aus dieser Phrase kann man dann wie Variationen daraus machen. Und das wie so ein bisschen weiterentwickeln. Also wenn man mal ein bisschen etwas hat, ist es dann irgendwie einfacher. Weil dann kann man ab dem irgendwie, oder man kann auch nur eine kleine Zelle nehmen und die so weiter verarbeiten.
Also es stimmt natürlich schon, vor dem weißen Blatt, das ist der schwierigste Moment, wenn einfach noch gar nicht dumm ist. Und du machst es, du schaffst jetzt für die Kompositionen aber nicht per se an der Giege? Nein, also im Moment, weil ich wohne ja im Winterthur und ich bin viel im Zug, sehr viel im Zug. Und ich mache viel im Zug. Ah, dann ist es schwierig mit der Giege. Nein, das kommt nicht so gut an. Und ja, ich mache eigentlich viel einfach mit dem Musikprogramm und Kopfhörer und dann ich mache eigentlich auch zuhause noch viel, einfach ohne Instrument. Und sind denn die Kompositionen aber per se für ein Instrument geschrieben oder ist das wie so egal? Also? Nein, ich tue es dann schon eigentlich spezifisch für ein Instrument und meistens auch gerade noch für einen bestimmten Musiker, den ich gerade kenne und mit dem, wo ich das Projekt dann mache. Ah, voll, dann ist so eine, eigentlich so ein bisschen so eine, der Kopf hinter etwas für jemand anderes oft. Also du bist so wie, denkst die Sachen für jemanden, wo das braucht und dann spielen kann. Ja, also meistens ist es dann schon ein Projekt von mir mit anderen zusammen. Doch. Ah, gemeinsam. Klar. Genau. Ja, genau. Das macht mehr Sinn. Genau. Also was ich vielleicht noch hinzufügen möchte, was auch noch hilft, ist, wenn man, also ich habe vor zwei, drei Jahren so ein Märli-Konzert gemacht. Okay. Also das war so ein Familienkonzert. Das war über das Märli Hans im Glück. Und dann hatte ich eigentlich mit einer Sängerin dann hatte ich einen Text gehabt und habe dann den Text vertont. Ah, okay. Und das hilft natürlich auch noch, wenn man sich wie einfach bildlich etwas vorstellen kann. Mhm. Einfach was so ein die Stimmung ist. Und ja, manchmal habe ich so das Gefühl, als wäre es so ein bisschen wie einen Comic vertonen oder sowas. Oder? Mhm. Das mache ich auch noch gern. Und das hilft einfach, das gibt es auch in roten Faden. Und, ja, jetzt bin ich gerade so an etwas dran. Ah, das ist jetzt noch sehr unkonkret. Mhm. Es gibt dann so vier Sätze. Für Big Band ist die Idee. Habe ich noch nie gemacht, wirklich. Und das sind dann so, habe ich mir einfach so vorgestellt, Sommer, also die vier Jahreszeiten. Auch das hilft so ein bisschen für die Stimmung. Fair. Weil du so etwas, du hast etwas bildlich vor dir. Und genau. Dann machst du das. Und da stelle ich mir vor, wenn es so eine Geschichte ist, also ein Mali-Konzert ist ja, wie dann erzählt die Musik etwas. So. Erzählen die Sachen, die du nicht spezifisch so für etwas machst, auch eine Geschichte? Also ist das wie ein Schutz oder eine Dramaturgie von einem Lied? Haben die das auch so klar durch? Oder ist es einfach eine Melodie, die schön ist? Also wenn man es halt so ein bisschen im Jazz, so, wenn ich so ein bisschen ein Jazzprojekt habe, dann ist halt noch oft irgendein Thema, da gibt es Improvisationen. Das ist so ein bisschen die klassische Form des Jazz und dann Schlussthema. Natürlich ist dann mein Zeug ein bisschen komplexer und ein bisschen ausgeschriebener und es gibt dann vielleicht noch das Interlude und das Schlussthema ist sicher ausgearbeiteter als Anfangsthema oder es kommt dann nochmal schnell irgendwie ein Zitat vom Anfang und geht aber dann etwas anderes über aber so, ich meine, so eine Form hilft natürlich auch ein bisschen. Also ich finde sowieso, die Form ist etwas noch Schwieriges vom Komponieren, oder? Dass man nicht zu lang, eben dass die Dramaturgie stimmt, dass es nicht langweilig ist, dass man nicht zu lang auf dem Gleichen ist, aber auch nicht zu kurz. Das finde ich noch schwierig. Es geht ja nicht nur darum, eine gute Melodie zu bringen. Also gut, vielleicht schon, das ist natürlich das A und das O. Ja. Aber wenn man dann etwas Ausgearbeitetes machen will, muss man ja dann wie spüren, wie lange man auf was, wie lange man etwas bringen kann. Wie merkt man denn, dass etwas gut geworden ist? Schlussendlich ist das ja auch Geschmackssache. Dann. Fair. Ja, okay. ja. Also wenn es dir gefällt, ist es gut geworden? So. Ja, ich zeige es dir manchmal. Ich zeige es natürlich schon an anderen Leuten. Also wenn es etwas, ich habe in Buenos Aires lang Komposition studiert, bin ein super Lehrer, extrem guter Musiker und der hatte so
Also ab und zu zeige ich jetzt ihm meine Sachen auch. Okay. Vor allem, wenn es so ein wichtig ist. Fair. Dann, und einfach so einen Blick von außen tut schon sehr gut. Weil man verliert ja manchmal auch so ein bisschen man hat so ein bisschen keine Distanz mehr. Oder? Wenn man es zu viel gehört hat, man kann ja etwas ein schön hören. Ja, fair. Plötzlich gefällt es einem dann und die Wein vielleicht ist es gar nicht so gut. Mhm. Fair. Ich habe etwas über dich gelesen, beziehungsweise auf deiner Webseite hast du Pressestimmen über dich drauf. Mhm. Und eins ist eben vom Landbote aus Winterthur. In allen In allen Kompositionen beweist Lucy schließlich, dass sie Humor hat und dass es eine Haltung, auf die man in der neuen Musik nicht jeden Tag stößt. Wie bringt man Humor in eine Komposition hinein? Das hat mich interessiert, als ich es gelesen habe. Schwierige Frage. Also ich glaube jetzt so, wenn man jetzt so ein bisschen... Also ich glaube oft die neue Musik, also die neue die zeitgenössische klassische Musik, das ist ja das, wo der Journalist jetzt sagt im Lampot, oder die zeitgenössische klassische Musik ist so ein bisschen sehr ernst. Das ist jetzt noch nicht eine Antwort auf deine Frage. Das ist okay, du kannst gerne das holen. Muss es selber noch suchen. Vielleicht gewisse Zitate machen es ein bisschen vielleicht lustiger oder Zitate zu etwas Einfacherem, zu vielleicht einem Teil von Volksmusik oder Teil von Kinderlied oder ein Zitat oder irgendetwas ein bisschen Kitschiges, kurz oder so. Ja. Vielleicht hilft das, dass es ein bisschen entspannt wird, ein bisschen luftiger. Man kann sich dann so ein bisschen kurz an etwas erinnern, wo dann vielleicht wieder vernebelt wird durch anderes. Mhm. Also ich glaube, meine Musik kann man auch nicht wirklich einordnen. Es ist nicht wirklich Jazz, es ist auch nicht wirklich... moderne Klassik, also zeitgenössische Klassik. Mhm. Es ist ja kein Tango, es ist, ich weiß es auch nicht. Also ich, ja. Mhm. Hast du es gern, wenn man dich dann von außen würde in ein Genre reinboxen für etwas? Also weil Leute, ich nehme das jetzt an, wenn man so Artikel schreibt, ich kenne das auch, wenn wir Musiker irgendwann, muss immer beschreiben, okay, was macht die Person für Musik, damit ein Leser oder Leserin das versteht. Und wenn du jetzt selber sagst, du kannst es nicht so wirklich beschreiben, findest du, Leute beschreiben dich manchmal falsch oder mega gut oder was ist so? Das stört mich eigentlich nicht. Okay. Manchmal wäre es noch gäbig, wenn man sich besser in eine Schublade tun könnte, weil es ist manchmal gar nicht so einfach, um das so platzieren. Mhm. Oder in einem Jazzclub passt gewisse Sachen nur mässig, klassisch, in klassische Zyklen aber auch nicht. Mhm. Darum wäre es vielleicht manchmal gäbig, wenn man würde sagen, das ist jetzt einfach Jazz mit ein bisschen Einfluss von neuer Musik, klassischer Musik. Also ich würde jetzt sagen, ich bin schon näher beim Jazz. Also mein Herz. Oder wenn ich Sachen spiele, die jetzt nicht von mir sind, dann ist es immer Jazz. Ich spiele kein Klassik. Okay. Also ich fühle mich als Jazzmusiker, ganz klar. Gut, ich finde, du bringst gerade eine gute Überleitung. Fast einer Woche war das Beppi Jazz hier in Basel. Letztes Jahr am Beppi Jazz bin ich unterwegs gewesen, eine Reportage gemacht und habe Leute gefragt, was ist eigentlich Jazz? Und das ist jetzt ein bisschen so, was ist ein Genre genau? Und ich habe die Antworten von letztem Jahr zusammengeschnitten. Und ich würde sagen, wir können sie uns kurz anhören. Und dann kannst du nachher ein bisschen über das reden. Das ist auch etwas, was mich interessiert hat. Ich weiß ungefähr, wie Jazz tönt, so semi, wenn er es los. Ich kann nicht wirklich, kann es nicht greifen. Mhm. Ich finde das bei Genres immer mega schwierig als Nicht-Musiker. Mhm. Ich sage, wir hören jetzt ganz kurz rein. Was ist für dich Jazz? Jazz ist einfach eine geile Musik, wo viel Improvisation dabei ist. Es gibt doch auch gewisse Regeln, oder? Also gewisse Harmonieabfolgen, die befolgt werden sollten. Es ist eine ganz lange Tradition, viel Geschichte. Jazz ist vom Blues, Jazz, Dixieland, Funk, Free Jazz, gibt 100'000 Varianten. Und das ist eben das, was ausmacht.
finde, der Jazz, der hier überbracht wird, ist, es hat irgendwie für jeden in der Gesellschaft, in der Bevölkerung von der Stadt, gibt es irgendeinen Jazz-Stil, der einem passt. Wir haben klassische Jazz, die man hört, moderne Jazz, lustige Jazz. Und ich glaube, das bietet auch für die Gesellschaft so eine Breite, die allen irgendwie einen gemütlichen Abend vermittelt. Ich denke, das war schon ein Lebensstil von früher, denke ich auch. Und es ist eine Art von Musik, die einfach geil ist, was Spass macht. Es ist eben locker, flockig. Und wenn man das Instrument im Griff hat, kann man viel machen bei Jazz. Was ist Jazz für dich? Alles, was sie gesagt haben, bin ich völlig einverstanden. Ja, genau so. Also wie würdest du es in, wenn du einen Satz musst, also nein, ich sag dir jetzt, du musst jetzt einen Satz sagen, das ist Jazz. Uff. Wie würdest du so, wie viele Wörter würdest du versuchen, ihn zu kramen? Ich glaube, Jazz ist eine unglaublich elastische und Musik, die sehr viel Freiheit erlaubt. Okay. Also gerade in Beziehung, eben so wie Sie auch gesagt haben, alter Jazz, neuer Jazz, Fusionen. Ich glaube, Jazz ist die Musik, die man am besten kann fusionieren mit anderen Stilen. Mhm. Und darum gibt es gibt ja nicht einfach ein Jazz. Jazz ist, kann unglaublich viel verschieden sein. Natürlich, die klassische Musik hat ja ganz viele verschiedene Stile und Richtungen und Komponisten. Mhm. Aber durch das, dass halt im Jazz noch improvisiert ist, ist wie noch etwas dazu. Und es muss ja auch nicht unbedingt über Harmonie sein. Es kann ja auch frei sein, das ist auch noch Jazz. Also es ist extrem breit. Mhm. Und du hast vorher gesagt, das ist, Jazz ist das, was du auch gern hast, gern spielst, gern. Ja, absolut. Wieso? Ja, ich improvisiere gern. Okay. Mhm. Ich lese nicht so gerne Noten. Also, ich kann schon Noten lesen, aber ich so interpretiere etwas, was geschrieben ist, nur das interpretieren, das ist mir wie ein bisschen zu wenig. Also mit allem Respekt der klassischen Musiker gegenüber. Das ist, ich habe viele klassische Orchester gespielt. In Buenos Aires habe ich 5 Jahre im Orchester gearbeitet. Und das ist super toll, aber das ist einfach nicht so meins. Mhm. Wieso sagst du interpretieren? Also du meinst, nehme ich jetzt auch spielen oder die Musik auf der Note steht? Mhm. Ja, ich meine, man sagt ja Interpret zu nicht Musik machen, aber ich würde das, ich weiß nicht, ich habe das jetzt noch nie gehört, dass jemand sagt, ich kann das interpretieren, was auf deiner Note steht. Ist das eine aktive Wahl von dir? Oder ist das einfach, also was, dass man etwas interpretiert? Ja, wie du hast gesagt, so, nicht einfach etwas interpretieren, was auf der Note steht. Ja gut, man muss ja aus der Note noch etwas machen. Also auf der Note steht ja nur ein Teil. Also auch im Klassischen, man muss ja noch dem Ganzen etwas geben, damit es musikalisch wird. Das meine ich jetzt mit interpretieren. Mhm. Okay. Ja, ich finde es einfach, also, weißt du, ich habe noch nie so darüber nachgedacht, dass man nicht einfach mit Noten halt spielt und dann. Gut, ich kann auch spielen sagen. Aber nee, voll, aber es ist so. Ich meine jetzt einfach, dass ein Mozart tönt und dass einem der Mozart näher kommt, muss man ja recht viel machen. Ich finde das auch schwierig. Oder mit klassischer Musik, für mich jetzt, oder? Dass man dann auch die persönlichen Noten kann übergeben kann und dass das wirklich dann ankommt beim Publikum. Und mit einem klassischen Stück, also eben darum, ich habe totalen Respekt vor denen, die das gut können. Okay. Weil ich einfach spannend gefunden, weil das so manche Wörter finde ich dann so interessant, wenn man das jetzt nutzt. Aber zum Jazz zurückzurudern. Du unterrichtest Jazz, Violine. Am Jazz Campus Basel, genau. Das ist so ein bisschen die Basel Connection, weswegen wir das hier in Basel können machen, obwohl du jetzt in Winterthur lebst. Genau. und das ist nämlich, ich habe
das, ich finde das auch spannend, so Jazz Campus ist ja, ich habe das Gefühl, wenn ich Leute in meinem Umfeld kenne, das sind einfach Leute, die Musik machen wollen in der Zukunft und irgendwie dort arbeiten wollen, gehen halt an einen Jazz Campus, um das zu lernen. Und du hast eben gesagt, Jazz ist halt so vielfältig, es gibt so viel, man kann es mit so vielem fusionieren. Das heisst, also, interessiert mich, was lernt man denn jetzt in Jazz-Violine? Was bringst du den Leuten bei? Also ich bin ja hauptsächlich bin ich an der Musikschule. Das heisst, ich habe also die Musikschule im Jazz-Campus. Ja, ja. Das heisst, ich habe viele Kinder, Jugendliche, die hauptsächlich einfach mal lernen Giga spielen. Okay. Also müssen, wenn. und Giga ist ja ein sehr komplexes Instrument. Und bis da die Technik mal stimmt und so, da ist man natürlich recht gefordert. Mhm. Und was ich jetzt bei meinen Schülern, bei den kleinen Schülern versuche, dass sie irgendwie den Zugang zur Improvisation, dass das einfach schon früh irgendwie entwickelt wird. Okay. Weil gerade Gige, so die Tradition von der Gige ist ja sehr klassisch und es wird immer gelesen und die meisten Giger können super gut Blatt lesen und haben dann aber auch sehr Mühe, mal einen Ton zu spielen, der nicht steht. Mhm. Und ich möchte gerne das, dass meine Schüler, dass das einfach natürlich wird, dass sie können einfach mal etwas spielen, dass sie mal können etwas hören, dazu spielen, zu dem, was es gehört. Ob sie es benennen können, was sie spielen, das ist ja dann, das ist dann wie noch mal etwas anderes. Mhm. Also ich wäre im Nachhinein froh, wenn ich das schon früher, wenn ich das einfach seit klein, wenn man das einfach so eingebaut hätte. Hat's natürlich, das ist, bei den Gigen ist das relativ selten, dass das unterrichtet wird. Mhm. Es ist einfach ein kulturelles Problem eigentlich, dass das Gigen so in das Klassische ein bisschen aufs Klassische reduziert wird, weil eigentlich ist eine Gige auch sehr ein Folklore-Instrument in vielen Stilen. Und auch im Jazz früher hat es ja sehr viele Gige gehabt. Also ich rede jetzt von sehr so 1940 oder so. Ja. So die Swing-Bands, die haben ja eigentlich Gige dabei gehabt. Und irgendwann ist das halt viel zu europäisch gewesen und ist Gige rausgefallen. Spannend. Und es war natürlich auch schwierig zu verstärken und mit einem Schlagzeug und gegen einen Sax hat der Gegner keine Chance ohne Verstärkung. Das ist damals natürlich auch noch ein schwierig gewesen. Fair. Und dann habe ich noch ein paar Hochschüler, also die machen so Variant-Instrumente bei mir. Das sind klassische Giger, die als Variant-Instrument Jazz machen. Und die haben natürlich super Technik und dort geht es wirklich dann auch darum, Improvisation, gehört, kennenlernen und so weiter. Voll, okay. Das ist eine ganz andere Art von Unterrichten. Und ein paar Erwachsene, die auch schon gut Gige spielen, und die kommen dann auch wirklich wegen der Improvisation. Du hast gesagt, du hättest das gerne früher gelernt, das Improvisieren. Und das. Wann hast du das denn können lernen? Oder wie hast du das gelernt? Also mein Vater hat, war Hobbygiger und er hat Volksmusik gespielt, vor allem Schweizer Volksmusik und sonst noch ein Volksmusik. Und hat aber immer Grappelli, also Hot Club de France, Grappelli, Django Reinhardt, gehört. Und ich habe das eigentlich sehr früh mitbekommen, so den Stil. Und es war immer so, wie macht man das echt wohl? Ich habe mich immer gefragt, wie man zu dem kommt. Es war mal ein langes Rätsel. Und probiert habe ich es viel, so ein bisschen allein für mich. Aber bin dann einmal nicht so auf den grünen Zweig gekommen. Und so, sagen wir mal, meine ersten Jazz-Stunden habe ich vielleicht so mit 18, 17, 18, okay. So ein bisschen. Aber es ist auch nicht so einfach, Jazz-Gigen-Lehrer gibt es auch nicht so viel. Also es war alles ein bisschen schwierig gewesen, zumal jemanden finden, wo dann, vielleicht gibt es eins, zwei, aber ob dann das gerade gute Lehrer sind, das ist ja nochmal etwas anderes. Man hat einfach auch keine Auswahl, oder? Ja, ja. Okay. Ja, also dann Jazz-Schule habe ich angefangen in Zürich, habe in Zürich studiert, mit 23. Okay.
Voll. Und eben, also ich hatte solche Bands mit Freunden früher noch, so, aber eben, also ich habe nie so recht gewusst, wie man das echt wirklich macht. Ich habe es ein probiert. Ja, voll. Mhm. Du hast gerade gesagt, eben, es ist nicht klar, ob die dann gute Lehrer sind. Würdest du sagen, du bist eine gute Lehrerin? Was für eine Frage. Also ich glaube, durch das, dass ich es haben müssen, mir wie so ein bisschen selber beibringen, weil ich wahrscheinlich jetzt, eben weil ich, meine Ausbildung ist so nicht so klassisch gewesen. Ich bin mal bei dem, dann mal bei einem Pianist, dann mit einem Trompeter, dann so ein bisschen, ziemlich viele verschiedene Lehrer gehabt. Mhm. Und dann so ein bisschen müssen wir das Zeug so zusammensuchen. Habe ich mir, glaube wie so ein bisschen eine Methodik aufgebaut, wo ich glaube jetzt relativ gut kann vermitteln kann, einfach so mal zum mal den ersten Schritt machen. Mhm. Um mal vom Notenlesen wegzukommen und mal einfach, also jetzt gerade wenn man klassisch gute Technik hat, dass man dann kann zum Jazz irgendwie sich so reinfinden. Ja. Mhm. Ich glaube, dass, also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen, also ich glaube, ich kann das relativ gut vermitteln, weil ich es mir selber haben müssen, so ein bisschen beibringen. Mhm. Mhm. Voll, das ist eine faire, finde ich irgendwie verständlich, wenn man das so weiss. Ich würde gerne noch über deine Zeit in Buenos Aires reden. Mhm. Davor gehen wir aber ganz schnell in die Eigenwerbung. Wie ihr, wenn ihr den Podcast gerade am Schauen seid, schon gesehen habt und wenn ihr hört, vielleicht an der Production oder so gemerkt habt, sind wir hier in einem neuen Studio. Wir haben den ganzen Podcast ein bisschen relaunched. Das hat viel Zeit gekostet, hat viel Aufwand gebraucht und hat natürlich auch Geld gekostet und weil Bajo auf freiwillige Beiträge von den LeserInnen und in diesem Fall ZuhörerInnen angewiesen ist, bitte ich euch doch, wenn euch der Podcast gefällt, scannt den QR-Code auf dem Bild oder klickt den Link in der Beschreibung, wo steht ernsthafte Gespräche, unterstützen und gebt den Batzen ein kleines Spendele ins Podcast-Kässele, um das Ganze zu refinanzieren, damit ich weiterhin guten Content für euch machen kann. Und jetzt zurück zur Folge. Da sind wir wieder. Genau, du hast in Buenos Aires gelebt, lang. Ich habe die Zahl nicht aufgeschrieben. Ich habe die Zahl nicht aufgeschrieben. Es steht irgendwo, wie viele Jahre. Etwa 18 Jahre. Genau, danke dir. Du bist auch gerade vor ein paar Wochen dort, vor ein paar Tagen dort. Du bist eigentlich frisch wieder da. Genau. Wie ist es gewesen? Also jetzt das letzte Mal dort, dass ich vor ein paar... Das ungefähr? Ja, genau. Genau. Ja, es war wunderbar. Schön. Also wir haben ja... Ich war 18 Jahre alt, mein Mann ist aus Argentinien, aus Buenos Aires. Meine Kinder sind dort aufgewachsen, bis sie 7 und 5 waren. Und es war ein Heimkommen. Wir haben unsere Wohnung noch dort. Wir haben alle unsere Sachen, also alle nicht natürlich, aber viele Sachen noch dort, unsere Freunde von den Kindern. Und es ist irgendwie jedes Mal so, als wären wir gar nicht weggegangen. Ah, schön. Ja, das ist sehr schön. Und ich habe meine Musiker dort, ich habe ziemlich viel gespielt. Ein kleines Tournee haben wir gemacht an der Küste. Cool. Alles im Winter natürlich. Fair, yeah. Ja. Aber nein, es war sehr schön gewesen. Also es ist natürlich... Es war schön und es war aber auch ein bisschen zum Teil ein bisschen deprimierend, weil es einfach im Moment wirtschaftlich gar nicht gut geht. Stimmt. Und man merkt jetzt, die Regierung hat ja gewechselt im Dezember und seitdem ist, ich weiß nicht, wie das die Leute machen. Also man hat jeden Monat eine neue, also ist wieder eine Überraschung, was kommt echt für Gasrechnung, was für eine Stromrechnung, Nebenkosten vom Haus, wie viel sind die wieder raufgegangen. Also es ist stressig. Und die Inflation ist unaufhaltbar. Und ich hatte einen Gig eben an der Küste und dort habe ich 250'000 Pesos verdient. Das tönt noch sehr viel. Das tönt noch sehr viel. Das ist vielleicht 180 Franken. Also, ja. In der Schweiz ist jetzt das nicht so enorm, aber für dort war es gut zahlt. Aber ich habe dann seit 1000er Schein bekommen. Also am Schluss hatte ich einfach so einen Berg voll Geld. Dann denke ich so, das ist jetzt die Inflation. Krass. So fühlt sich das an. Also das Geld, das ist einfach, was vor einem Jahr noch viel wert war, ist jetzt einfach so
Ein Franken. Gefühlt wie ein Franken. Also mit 1000 Pesos kannst du eigentlich immer viel machen. Krass. Ja. Und ich meine, das ist ja nicht ganz neu, dass Inflation in Argentinien so ist. Oder? Nein. Das ist auch nicht so schlimm gewesen. Das ist eigentlich, seit ich dort bin, ist das so. Aber es ist, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen exponentiell. Es nimmt, es nimmt extrem zu. Und man hat auch kein, man spürt das Geld nicht mehr. Also ich habe keine Ahnung. Also wenn ich jetzt einen Kaffee trinke, in einem Kaffee oder so, die könnten mir 10'000 verrechnen oder 3'000 oder 2'000. Ich würde alles zahlen. Ich habe keine Ahnung, wie viel Zeug. Also die Leute dort, denen geht es eben auch so. Also mir ja sowieso, weil ich ja nicht so viel dort bin. Ja, aber die Leute, die dort lohnen, man spürt das Geld nicht mehr. Und wie war das, gewesen, als du noch dort gelebt hast? So? Ja, das war auch schon so. Schon so das ist das grosse Problem. Das ist eigentlich schon seit 20 Jahren so. Und darum hat jetzt ja auch die Regierung, die vorher war, nicht mehr die haben ja voll verloren. Ja, nur voll. Ist meiner Meinung ist es jetzt einfach noch schlimmer. Oder viele haben ja jetzt den jetzigen Präsidenten gewählt, wie sie finden. Also mit komischen Argumenten. Schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Ja, und das stimmt einfach nicht. Es kann immer aber gegen oben hat es kein Limit. Ja, voll. Ist das auch mit, also so generelle Situation mit dem Grund gewesen, wieso du wieder nach in die Schweiz gekommen bist? Oder? Ja, das hat sehr verschiedene Gründe gehabt. Aber es sind viele Sachen zusammengekommen. Also, wir sind ja die ganze Pandemie in Argentinien gewesen. Die war sehr hart gewesen dort. Sehr streng. Gut, die war nachher wieder vorbei gewesen, aber die Zeit hat mich schon ein bisschen entliebt, sagen wir so, vom Land. Und ja, es war ziemlich hart gewesen. Da sind meine Schwiegereltern gestorben. Das war natürlich auch ein Grund gewesen, dass man dann irgendwie, es hat dann weniger dort gehalten. Die kann irgendwie schon länger wieder gefunden, ja, wieder mal die Heise wäre auch schön. Es ist halt schon, also ich bin sehr gerne in Argentinien und also jetzt in Buenos Aires und ich kenne es auch gut, kenne viele Leute und fühle mich wohl, aber das Zuhause ist eben gleich da. Das habe ich irgendwie auch herausgefunden, jetzt so in all den Jahren. Also einfach so eine Grundentspanntheit habe ich schon vor allem in der Schweiz. Okay. Ja. An was merkst du das? Gibt es da spezifische Punkte oder ist es einfach? Ja, einfach irgendwie so, wenn es in Argentinien so ein schwierig ist, oder jetzt gerade in der Pandemie, wo es so schwierig war, oder auch jetzt, wenn irgendwie eben mit der Inflation oder dann das Zeug, das nicht funktioniert, und dann denkst du manchmal, was mache ich eigentlich da? Ich müsste ja gar nicht das jetzt alles über mich ergehen lassen. Ich könnte es so viel einfacher haben. Und in der Schweiz, wenn es da nicht läuft, es ist ja nicht, dass da alles läuft, aber wenn es da nicht läuft, dann denke ich das irgendwie nicht. Dann bin ich einfach da und dann akzeptiert man es oder dann regt man sich darüber auf. Aber ja, dann denke ich irgendwie nicht, was mache ich eigentlich da? Ich bin ja von da. Fair, ja, voll. Irgendwie so ein Heimatgefühl ist eben dann doch schlussendlich da, obwohl ich ja sehr lange im Ausland war. Voll. Aber das geht wahrscheinlich nicht allen so. Das ist einfach jetzt bei mir so. Ich kenne auch Ausländer, die dort leben, und die haben das wahrscheinlich nicht so. Die sind jetzt einfach dort und hinterfragen das vielleicht weniger oder sind bewusst dort und haben so entschieden. Ja, nein, klar, das ist immer sehr. Das ist jetzt einfach bei mir so. So. Voll. Und als du dort gewesen bist, hast du ja auch, eben, bist auch Musikerin gewesen dort. Also, du hast dort eben im Philharmonischen Orchester gespielt. Genau. Hast du vorher gesagt, wie ist so der, das nimmt mich auch wunder, so der Übergang vom, du spielst dort in deinen Projekten, in Gruppen, was auch immer, und dann bist du nicht mehr da, musst du so alles neu finden, oder ist dann jedes Mal, wenn du zurückkommst, triffst du die Leute wieder und dann spielen sie wieder um dich und so, oder was ist so der Connect dazwischen? Das hin und her, meinst du? Ja, voll. Ja, nein, ich bin relativ konstant so mit meinen Musikern.
Also auch jetzt zu Buenos Aires, das ist jetzt natürlich erst die 2,5 Jahre, ja, klar, wo ich weg bin, aber ich spiele auch jetzt eigentlich immer mit den gleichen Musikern, wenn ich zurückgehe. Mhm. Und die, all die Jahre, als ich in Buenos Aires gewohnt habe, und bin ich ja viel in die Schweiz gekommen, also etwa 3 Mal im Jahr. Mhm. Und da habe ich eigentlich auch immer mit den gleichen Musikern gespielt. Also ich habe Bands, die sind 20 Jahre alt. Voll. Und das haben wir einfach immer durchgezogen. Und ich glaube, das hilft schon sehr, dass man nicht das Gefühl hat, ich muss jetzt wieder von vorne anfangen. Mhm. Man macht eigentlich einfach weiter. Ja, voll. Und das Gefühl habe ich jetzt auch in Buenos Aires. Also ich habe nicht das Gefühl, ich muss jetzt mich wieder neu einfinden, sondern man kommt, man hat schon ein paar Sachen organisiert und es geht weiter. Mhm. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen, was ich vielleicht hilft, dass wenn man so hin und her reist. Ich glaube, ich bin immer sehr dort, wo ich gerade bin. Also wenn ich in Buenos Aires bin, dann denke ich nicht wahnsinnig viel an die Schweiz. Und da bin ich extrem einfach dort und bin mit den Leuten von dort im Kontakt und umgekehrt auch. Mhm. Und du musst ja nicht schon planen, für, wenn du das nächste Mal am anderen Ort bist? Oder doch, das natürlich schon. Die Planung ist natürlich, das ist sowieso immer mühsam und immer im weit draussen. Also vorhin noch gesagt, es ist viel weniger weit draussen als in der Schweiz. Okay. Konzert, viel weniger. Ja. Was ist so da? Also in Argentinien, ich glaube jetzt das Tournee, das wir da gemacht haben, das haben wir wahrscheinlich so ein halbes Jahr vorher organisiert. Mhm. Oder weniger sogar. Ja. Und in der Schweiz ist ja das einmal, die Orte sind ja so ausgebucht. Es ist immer ein bisschen unterschiedlich, mhm, aber zum Teil sind sie schon sehr auf weit ausgebucht. Das heißt, also, hast du ein Beispiel? Ja, jetzt habe ich gerade eine Anfrage bekommen für Dezember 25. Ah, okay, auf jeden Fall. Das ist schon lang. Das ist noch das letzte Datum, was haben. Also so. Ah, krass. Und zum Teil auch mehr. Mhm. Das ist, ah, okay. Ja, das ist schon noch ein bisschen schwierig. Kann man sich gar nicht so vorstellen, als wenn man nicht drin ist, dass man so 2 Jahre im Voraus müsste überlegen, was man dann macht. Na, furchtbar. Ja. Das ist der unschöne Teil von unserem Beruf. Und vor allem, es sind ja auch nicht alle gleich organisieren. Denn gewisse, mhm, bei gewissen, wenn du anfragst, ist es zu früh, bei anderen ist es schon wieder zu spät. Also ich finde es schon recht, ich finde es komplex. Und mhm, das machen wir ja, Musiker müssen das ja alle selber machen, oder? Man ist so ein bisschen vieles. Also man, mhm, ist Musiker, aber man ist auch noch so ein bisschen Sekretärin und Sachen, ja, verschicken, Stiftungen anschreiben und. Also, mhm. Ja. Ist das, wo du in einem Orchester gespielt hast, anders gesehen? Oder ist denn wie das nur so ein Teil vom Ganzen? Also wie so, wenn ich mir vorstelle, Orchester, dann ist das... Die haben dann jemanden, der das alles organisiert. Ah ja, klar. Oder? Klar, das ist ein Job. Und dann bist du dann nur mehr, spielst du nur mehr im Orchester oder hast du trotzdem noch nebenan deine eigenen Sachen? Oder nein, nein, überall? Da kannst du noch nebenan locker noch eigene, ja, Sachen machen. Mhm. Also ich war dort etwa 5 Jahre bin ich gewesen, mhm, in dem Orchester. Also es ist ein super Orchester im Teatro Colón. Das ist so wie Scala von Milano. Okay. Also ein wunderbares Theater. Mhm. Aus den guten Zeiten noch von Argentinien mit alles Material importiert von Europa. Oh, wow. Haben das, die, all die Marmor und so übergeschifft und eine super Akustik. Also, mhm, es, nur schon dort rein zu spielen, ist sehr schön gewesen. Und die Orchesterproben sind nur 3 Stunden pro Tag. Okay, also ich, ja, habe am Morgen einfach von 10 bis 1 haben wir geprobt. Und dann ein Konzert in der Woche. Also okay, da hat man, mhm, sehr viel Zeit, um, mhm, nebenan noch anders zu machen. Was mich ein bisschen wundert, in so einem Orchester zu spielen, wie viele Leute spielen in diesem Orchester? Also so, das sind da vielleicht etwa... Es kommt immer aufs Programm drauf an. Mhm. 50. Okay. Und wie viele, mhm, spielen so das gleiche Instrument wie du? Also ich habe dort Bratsche gespielt in dem Orchester. Mhm. Und dort sind wir zwischen 6 und 8 Bratschen. Ab und zu für gewisse Stück nur 4. Ja, ja. So, mhm, so. Das, was mich eben dann so wundert hat, ist, kann man dort überhaupt so... Also, eben, was ist so der
sticht man nicht raus, wenn man gut ist, oder geht man unter, wenn man gut ist? Damit, also, das hat mich noch so interessiert, wie kann man denn überhaupt so sich profilieren in einem Orchester? Ja, also als Streicher sollte man ja nicht so ausstechen. Genau, das ja. Das ist nicht so gut. dort ist es eigentlich, da musst du so eben zu achten, eigentlich eine Stimme spielen und mit dem gleichen Intention und mit dem gleichen Charakter und nein, dort sticht man wahrscheinlich raus, wenn man eben gerade nicht raussticht. Ja, das ist, wenn man natürlich Bläser ist oder so, dann ist es anders, dann ist man eigentlich immer Solist. Ja, fair. Ja, darum, Orchester spielen ist, also ich habe eine super Erfahrung gefunden, ich habe sehr viele Stücke kennengelernt. Was mich ja auch so vom Kompositorischen sehr interessiert hat. Fair. Wunderbare, einfach ein tolles Repertoire, tolle Solisten begleitet, ein paar moderne Sachen gemacht, die mir sehr gut gefallen haben. Immer wieder neue Dirigenten, also viel gelernt. Aber musikalisch, ich jetzt als Bratschistin habe mich jetzt da nicht so wohl gefühlt. Das ist jetzt nicht so. Ich bin auch nicht so gute Blattleserin. Es ist dann schon ein bisschen stressig, weil dann hast du irgendwie ein neues Programm in der Woche. Und das sind dann schwierige Sachen, zum Teil. Und wenn man nicht gut liest und dann vielleicht noch einen Dirigent hat, der so agogisch dirigiert, oder sind wir uns ja sowieso nicht so gewöhnt im Jazz. Ja, wo das Timen so... Klassisch ist immer so ein bisschen... Nicht immer, kommt dann darauf an, was für ein Dirigent. Aber zum Teil habe ich es auch noch schwierig gefunden, so ein bisschen mich in dieser Masse dann so ein bisschen zu finden. Oder man ist dann so in einem Klangkörper drin. Und ja, eben, gell? Ja. Und wenn man ein bisschen weit hin, ich bin natürlich zu hinterst dann gesessen, dann bist du auch noch ein bisschen weiter weg von dem Ganzen. Es ist auch akustisch manchmal noch... Ja. Ach, spannend. Noch schwierig. Also für mich jetzt, oder? Ich finde, ich bin eine laie klassische Musikerin. Ich habe das nicht studiert oder so. Und wie kommt man in so ein Orchester rein? Muss man das? Ja, es hat das Probespiel gegeben. Und ich habe das so ein bisschen, ich habe eine Freundin gehabt, die war Bratschistin, Solo-Bratschistin. Sie hat sich ein bisschen Jazz lehren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann gibst du mir eine Bratschenstunde. Dann haben wir so ein bisschen einen Austausch gemacht. Und dann hat sie gesagt, sie gebe ich Probespiel, ich soll mich doch mal bewerben. Und dann bin ich also, ich bin so reingekommen. Erstens habe ich fast nicht Bratsche gespielt. Also Bratsche ist ja eine grössere Geige. Ja. Und das würde ja noch gehen, aber sie haben einen anderen Schlüssel. Man liest einen anderen Schlüssel. Das heisst, man muss eigentlich die Noten ein bisschen neu lernen lesen. Nicht ganz einfach. Das ist mir noch schwierig gefallen. Oder? Dann musst du so... ein paar Wochen so Programme studieren mit einem anderen Schlüssel noch. Hast du lange etwas anderes, immer anders gelesen, oder? Ja, und immer. Ist, ja, klar, Violinschlüssel, das ist so der Schlüssel. Das macht Sinn, Violinschlüssel, dass du da auf der Violine hörst. Genau, das ist der. Okay. Der Bratschenschlüssel ist eben anders. Ja. Spannend. Und dann habe ich, also eben, ich habe natürlich die Audition, das Probespiel habe ich auch gewonnen, weil es immer wenig Bratschen gibt. Das ist einfach so. Bratschisten gibt es weniger. Spannend. Und dann habe ich noch ein bisschen Glück gehabt. Aber es war super gewesen. Aber es ist jetzt auch gut. Es ist jetzt voll, ne? Vorbei. Aber es war eine tolle Erfahrung gewesen. Cool. Gut. Ich würde sagen, wir gehen zum nächsten Teil von diesem Podcast. Zum rosa Hut. Da ist unter meinem Stuhl. Da sind ganz viele verschiedene Fragen drin, die nicht auf dich zugeschnitten sind oder irgendetwas. Die sind zufällig, manche ein bisschen tiefgründiger und manche recht banal. Und du darfst eine ziehen und dann reden wir darüber und vielleicht lernen wir etwas Neues. Und vielleicht denken wir uns, wieso ist die Frage da drin, was ist das für eine dumme Frage für einen Podcast. Wer weiß, das sehen wir jetzt. Du darfst gerne hier einmal ziehen. Oh, das ist eine lange Frage. Wir sind am Computer ausgedruckt und so, deswegen wirken sie so groß, hoffentlich. Oh, glaubst du an Karma? Ja. Ja, es gibt schon so Sachen. Also,
Man sagt ja manchmal, das ist jetzt mein Karma, oder? Was sich dann so ein wiederholt. Oder so ein ja, voll. Aber, ja, das ist ein, also ich bin jetzt nicht, ich bin jetzt nicht eine strenggläubige Karma-Gläuberin. Aber dass es immer wieder ein gewisse Parallelen gibt, das sehe ich bei mir schon auch ein bisschen. Fair. Voll. Ich sehe das. Ich sage bei denen auch immer meinen Senf noch dazu. Voll, sehr ähnlich. Ich denke, wenn man Gutes macht, dann wird es schon auch irgendwie zurückkommen. Aber so in dem, ich gebe dir etwas Blödes und dann kriege ich das von dir wieder so das Ganze. Also einfach denke ich, dass es so sphärisch. Wenn man einfach positiv und gute Sachen rausgeht, dann kommt das schon irgendwann wieder. Genau. So, jetzt, dann sind andere halt auch gut zu einem, weil man ist ja nett so gesehen. Also das hat ja keinen Grund. Aber so, ich mache 3 böse Sachen, deswegen kriege ich dann auch irgendetwas Böses zurück. So, nein, so 1 zu 1. So einfach ist es nicht. Geil, viel komplizierter. Ja. Okay, gut, das ist es schon gesehen. Der letzte Teil von diesem Podcast sind ein paar Fragen, die ich eigentlich allen Gästen immer stelle. Ein bisschen, ich würde sagen, tiefgründiger, aber es kommt auch ein bisschen darauf an, wie sehr man, was für Gedanken man dazu hat. Genau, und die erste davon ist, das hat jetzt eben auch nichts mit spezifisch dir zu tun, aber, du kannst sie, aber es geht dann auch schon um die Leben und so. Und persönliche Erfahrungen prägen ja immer, was man für wichtig empfindet. Deswegen, was denkst du, sind die grössten Herausforderungen, die so auf unsere Gesellschaft zukommen? Unsere Schweizer Gesellschaft oder allgemein? Du darfst so, so annehmen, die Frage, wie du sie hörst. Grösste Herausforderungen? Genau. Ja, es ist so vieles. Schwierig. Also, ich weiß nicht, dass die Welt ist so ein bisschen aus der Fuge, hat man das Gefühl. Ich weiß nicht, ob das unsere Großeltern auch schon so empfunden haben. Man sagt immer, dass früher ist es besser gewesen, haben wahrscheinlich schon alle gesagt. Ja. Ich kann nicht, ja, ich bin nicht so optimistisch, was unsere Rasse anbelangt. Okay. Im Kleinen schon. So, das, was ich so erlebe, ich bin schon optimistisch, so für mich. In meinem Umfeld, mit meinen Leuten, die ich kenne, das ist alles tipptopp. Aber wenn man dann ein bisschen grösser schaut mit der ganzen, ja, dem ganzen Krieg und Natur, wo zugrunde geht dann, und wo einfach nichts passiert und nichts in eine richtige Richtung geht. Schwierig. Ja, voll. Schwierig. Und dann die ganze technologische Geschichte. Das ist wahrscheinlich auch eine grosse Herausforderung. Ja, hoffe. Die ganze künstliche Intelligenz und ja. Vieles. Ob das wirklich positiv ist, ob man das kann in etwas Positives wenden kann, weiss nicht. Das ist sicher eine Herausforderung. Top. Gut, danke für die Antwort. Dann die nächste Frage ist mehr auf dich bezogen zurück. Etwas, was du gelernt hast, ein Learning, wo du gerne anderen würdest weitergeben? Oder denkst du, es könnte andere Leute könnte das profitieren? Das, was du mal verinnerlicht hast? Ja, also wenn wir schon gerade bei der Musik sind, dann vielleicht. Das ist jetzt vielleicht nicht Learning, aber. Die wunderbaren Jazz-CDs. Also meine. Wenn ich jetzt einfach würde. CD rein, also CD gibt es ja nicht mehr, Musik hören, dann würde ich jetzt wahrscheinlich 60er Jahre, Miles Davis, irgendwas etwas von dieser Epoche hören und vielleicht lernen, dass die Schönheit zu erkennen. Was ist die Schönheit da? Ja. Ich finde es unglaublich poetisch und einfach, es berührt mich einfach so. Oder bei Levens oder die CD, mit die Aufnahme mit dem G. Levens und Miles Davis. Also einfach so, vielleicht so in dieser Zeit, so 50er, 60er.
50er, 60er Jahre Jazz. Also einfach vielleicht, ich weiß ja nicht, wer da das lost. Und auch vielleicht die es noch nicht kennen, dass sich mal zu Gemüte führen und das lernen zu schätzen. Voll. Mhm. Gut. Dann die nächste Frage. Hast du Fehler gemacht? Fehler? Ja. Die ganze Zeit. Immer wieder. Gibt es etwas, wo du so in der Erinnerung hast, wo vielleicht etwas so einen prägenden Moment siehst und denkst, ach. Wieso habe ich das? So meinst du? Ja, ja, zum Beispiel, oder so, wo du dann auch hast können, etwas irgendwie mitnehmen aus dem. Ja, ja, im Alltag finde ich, ja, finde es auch noch eine Herausforderung. Kinder ziehen, arbeiten, Beruf. Und da macht man die ganze Zeit Fehler. Ich. Aber nein, ich könnte jetzt nicht gerade einen benennen. Gut. Was willst du noch gerne lernen? Also ich will eigentlich, ich glaube schon musikalisch noch weiterkommen. Also ich übe auch relativ viel da. Und ich eben auch die Komposition kann man so viel lernen. Es ist so, es ist mir irgendwie nie fertig. Es ist schön und manchmal auch so ein bisschen, ja, es hat so ein zwei Seiten. Aber ich habe schon noch einige musikalische Projekte im Kopf, die ich sollte noch für mich machen, verwirklichen. Okay. Willst du etwas davon da nennen? So ein Ziel, das du noch hast? Oder noch? Ja, es ist jetzt einfach auf der Giga gewisse Sachen, dass das besser läuft, die Sachen noch harmonisch, mich ein bisschen noch mehr Vokabular, wie man eine Sprache lernt und dann denkt man, jetzt möchte ich aber gerne noch das und das auch noch können ausdrücken. Es ist sowieso noch ähnlich, so das Improvisieren und die Sprache. Die Sprache hat ja wie kein Ende. Ja, fair. Oder wenn man jetzt eine Fremdsprache lernt, kann es immer noch ein bisschen besser und immer noch das Wort noch dazu und so. Ja, stimmt eigentlich. Fair. Und kompositorisch, ja, einfach noch ein bisschen mehr. Das ist auch endlos. Ist auch ein Spruch. Ist so eine Entwicklung, oder? Und die Entwicklung hat ja dann irgendwie keinen Stopp. Es geht immer weiter. Ja, fair. Mega. Gut, und dann die letzte Frage. Abschließend, wie würdest du gerne anderen Leuten in Erinnerung bleiben, wenn es dich mal nicht mehr gibt? Ja, ich habe natürlich viele Sachen produziert, CDs, Album. Vielleicht, dass man das mal ein bisschen schätzt. Aber ich weiß. Meine Sachen sind nicht kommerziell, das wird ein grosser Kreis sein, aber vielleicht ein kleiner Kreis. Oder vielleicht, dass man würde sagen, ah, das ist jetzt noch speziell, das habe ich jetzt so noch nie gehört. Ja, voll. Okay, gut. Dann bedanke ich mich vielmals bei dir, dass du die Zeit genommen hast, mit mir hier anzuhocken und mit mir zu reden. Danke dir. Danke auch allen, die zugeschaut haben, die zugelost haben. Genau. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüssi. Tschüss.